Herzlich willkommen zurück, Freunde der leichten Unterhaltung. Ich muss jetzt gerade erstmal meinem Kadabra ein paar Attacken beibringen. So, meine Freundin ist nicht schwanger, so viel weiß ich schon mal. Ach ja, da haben wir noch einen Cliffhanger. Ja. Moment, der Cliffhanger war 26. 26, da kriege ich hin. Alles klar, der Call ist, kriegt er Level 26 und dann Bobby klatschen. So. Herausforderung von Teenager Henry. Ich hatte mal ein Kind im Kindergarten, das Henry hieß. Er war ein kleiner Hurensohn. Hahaha. 31 Kaffee. Das ist sogar korrekt, aber daran lag's nicht. Ich muss die Uhr nochmal resetten. Der Junge war einfach nur kackennervig. Das war so ein kleines Mama-Kind, der dachte, er kriegt immer alles, wenn er nur laut genug rumschreit. Ah, er verkauft jemanden Glurak für 10.000. Für 10.000. Den hab ich sogar. So. Kann ich das annehmen? Ne, anschreiben. 10.000 oder halt 10.000? Ja, 10.000. Das ist doch voll billig für einen scheiß Glurak. Was auch im nächsten Kampf kommt dann rüber. Ich hab Glurak! Machst du das jetzt wirklich? Nein. Doch, er macht es. Will das haben. Ja. Alter, bist du behindert? Level 44! Das ist ein Scherz, ne? Kann ich den anschreiben? Rechtsklick im Chat und dann kannst du auf Flüstern gehen. Das hat bestimmt voll ein Scheißwesen, aber ich will es haben. Jetzt gibst du 10.000... Oh Gott, okay, mach es. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Wie kann ich das annehmen? Was kaufen wir uns denn? Ich muss mal eben gucken. Der Kerl heißt Pokeram. Wie kann ich den jetzt anschreiben, den Sohn? Hast du den da? Der muss doch da noch... Der ist doch da noch drin. Ich kann das Glurak nur an. Whispers. Warte, ich guck eben. Ja, Whispers. Was ist denn das Glurak? Was war der denn? Da. Also, Pokoram. Wie ging denn das nochmal? Ach, man kann sich das hier ansehen, das Glurak. Ja, ja. Kautzig, das ist normal, das ist ein neutrales Wesen. Schlitzer, Stahlflügel, Feuersturm, Fliegen. Ach, verdammt, das ist schon weg. Scheiße. Ich konnte das nicht anklicken, der Besitzer ist offline oder nicht mehr im Besitz des Objektes. Ah, okay. Schade. Das Ding, wer hätte von den Attacken, wäre das gar nicht schlecht gewesen. Selbst mit einem beschissenen Wesen hätte ich dich damit übelst weggeradet. Ja, bis mein Shilok stark genug gewesen wäre. Und unter der Voraussetzung, dass es auf mich gehört hat. Ja, das hättest du sowieso nicht. Aber dann trotzdem hättest du massig... Also, ich muss eben eine Sprachnachricht verschicken. Keine Ahnung. Ich hab Panik gekriegt. Alter, das ging an seine Freundin. Meine Freundin hat mir das Glurak weggekauft. Dann gibt's eine Schelle. Hier ist ein Sandan. Oh, das hat was. Ja, jetzt habe ich ja das Ding da. Sandan trainiere ich so oft. Er hat das Ding da. Ja, ich habe ein Dick da. Und einen Dick darum habe ich auch. What? Dick? Lauf nicht gegen den Tisch, du Arsch. Eine Beere! Lol. Oh, lol. Jetzt sagte ich gerade, da ist noch einer mit dem Glurak, aber ich war immer noch auf dem Chat oben. Oh Mann! Das ist auch mal eine tolle Idee. Ist so mies, dass ich nicht weiß, wie das geht, ey. Ich weiß es auch nicht. Der ist mir sofort geschnappt, ey. Das glaube ich dir. Warte mal, ich gehe jetzt mal nur auf die Trade-Sachen. Hallo, du Trainer. Ich möchte dich herausfordern. Mit meinem neuen Kadabra, was ich kaum wehren kann. Man nennt das Ding der Psi-Strahl. Oder so. Boah. Aber wir müssen das gleich noch tauschen. Ja, das sagst du mir schon seit zwei Aufnahmen. Stimmt gar nicht, seit einer. Bastard. In der Pause sogar. Ah, in der Pause. Ja. Ich kann so schwache Pokémon, dann trainier besser. Müssen wir gleich mal gucken. Ich
Wettkämpfe, ich kann ihn nicht widerstehen. Deswegen bist du auch arm und musst hier auf der Wiese leben. Trainierst du jetzt echt deinen Dick da hoch? Er macht es anscheinend wirklich. Wieso sollte ich das nicht? Wer ist es denn auch? Ist das so? Ist es ein 20er? Es war ein 19er. Wenn du es auf 20 hast, kommst du doch gegen den an. Deswegen bin ich jetzt ja auf 20 trainiert. Ich habe gesagt, ein bisschen. Nee, das war jetzt nicht bis zum Erbrechen. Bist du geistig zurückgeblieben oder was? Nein. Nein! Aber um auf dein Niveau zu kommen, muss ich froh sein. Ach komm, geh und lutsch doch meinen. Kannst doch mal nicht am Sack lutschen. Meinem Sack lutsche? Was haben Sie gesagt? Sie können mich mal am Sack lutschen, Mr. Garrison. Mr. Garrison. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich sagte. Okay. Oh Gott, ein Pikachu. Ich hasse dieses Teil. Oh, Pikachu! Mr. Garrison! Oh, warte mal, ich hab ja Dickte. Wenn dann kann dieses dumme Pikachu eh nur slam. Also ich find's ein bisschen random, was du teilweise an Knete von den Typen kriegst. Die einen geben dir 60, die einen geben dir 1000. LOL, Dick, der steht mit einem KP, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Also Dick, der könnte doch ordentlich aufs Fressbrett kriegen. Ah, die Frage ist, kann Magnetilo hier schwebe? Ja. Was? Gegengift? Ich dachte, das wäre ein Sonderbonbon. Wo ist das denn nochmal? Gibt nichts Schlimmeres in Pokémon als Schwebe. Das ist eine echt miese Fähigkeit einfach. Wozu? Ach ne, der ist noch ein weiter. Stimmt, das war mit dem alten Sack und dem Mädel. Ich meine wohl. Da müsste das Sonderbonbon liegen. Dich catche ich. Scheiße, Typ Stahl ist ja jetzt auch noch dabei. Jagen, als ob Magnetilo Donnerschock kann. Stimmt, Stahl. Oh nein, Bedroher senkt meinen Angriff von Kadabra. Ich habe Angst. Alter, 6 Pokémon habe ich jetzt wieder. Mein Team ist voll. Das ist gay. Ich will gar nicht alle trainieren. Boah, Flammenrad? Was? Alter, Fukano ist OP, ey. Oh Gott, das ist der mit dem Magneton. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, stimmt, das ist der. Oder reicht Aquawelle für den auch? Die haben keine gute spezielle Verteidigung. Ja, nee, die Aquawelle hat ihn auch fast gekillt. Jetzt stirbt zwar mein Shillock, aber mein Ibitak regelt das. Vier hat nämlich noch ein KP oder 2. Ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass du es schaffst. Ja, Aero hast nicht viel Licht. Das ist ja gut. Das ist nicht sehr effektiv. Bam. So, das ist das Sonderbonbon. Ihr was? Ihr habt das Sonderbonbon hier rausgeschmissen. Ihr Monster! Au, der Funke ist übergesprungen. Ja, nee, bei mir nicht. Verliebt. Überreste, nicht. Verkaufswert 40.000. Alter. Was? Vertickt ihr gerade Cherry Bakewell. Bakewell, ja, das Arschloch. Oh, ich dachte, du hast schon irgendwo, hast irgendwo Überreste gefunden, konntest die jetzt direkt irgendwo verticken. Alter, dann wäre ich der Held, ey. Also, wenn ich die für 40.000 im Laden verticken könnte, dann würde ich sogar auf die verzichten. Ganz schwierig. 40.000 ist mir zu wenig eigentlich. Echt? Ja, wenn du guckst, Alter, was es so... Es steht immer noch 60.000 Millionen Menschen hier. Wenn du guckst, was so ein Glurak bringt, aber auch nur 10.000. Und ich sag mal, das sind 2 Nuggets. Das ist nichts. Wenn man sich das mal so überlegt. So, der ist auch weg. Jetzt muss ich aber erst heilen. Ryu, wo bist du gerade? Ryulein! Was denn? Wo bist du gerade? Links vom Markt. Gut, dann bleib mal da. Ich bin auf dem Weg. Okay. Wir müssen tauschen. Hin und her. Damit ich mein Simsala bekomme. Und der Ryu einen weiteren Eintrag im Pokédex. Ja, wenn das klappt. Was ist denn Molten Helmet, geschmolzener Helm? Dass man das für 300.000 verkaufen kann. Ich meine, wenn das so ist, wie wenn man hier wirklich nach Höhen reisen kann oder sowas, ich weiß, dass man sagen könnte, dies ist, warte mal, da kannst du auch
Molten Helmet. Ach, kannst du draufklicken. Klick mal drauf. Warte, jetzt nicht handeln. Du solltest erstmal auf Molten Helmet. Ach, das ist einfach nur ein Ausrüstungsgegenstand. Ja. Und die Magma. Richtig. Annehmen. So. Kadabra. Gib dir mal meinen Ibi-Tag dafür kurz, damit du den Eintrag kriegst. Das ist nett. Ich bin fertig. Ja, was muss ich denn drücken? Liste schließen oder was? Ja. So. Tausch bestätigen. Jo. Handel abgeschlossen. Dam, 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 ich bin aber weg. Dam, dam, daram, dam, dam, abbrechen. Dann kriegst du deinen Ibi-Tag nie wieder. Ja, wieso, wenn ich dann nochmal zurücktausche, kriegst du das doch. Nein, du brichst da jetzt gar nichts ab. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Kannst du jetzt mit dem Simpson auf Staub machen? Ja. Alter, rein theoretisch kannst du es ja hier wirklich machen. Eigentlich schon. Wenn irgendwelche Trainer die blind vertrauen. Solche Trottel. Juhu, ein Simsala. Ich danke herzlich. Bitte. Tausch. Gerne gemacht worden. So, jetzt muss das Ding erstmal was lernen. Ach, hier sind wirklich viele Leute. Geht. Werden auch nicht weniger. Ich habe das Gefühl, da stehen immer die gleichen. Was machen die da? Gangbang. Die Disco, Pogo, die Jingle, Pimper. Jingling. Blowjobs. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, guckt euch Dr. Duran an. Da wird dann erklärt. Ja, wird's auch. Ja, ein Quapsel, Pokémon, Ibi, Auschen. Die neuen Folgen sind übrigens auch schon gemacht, gedreht. Diesmal sind sie aber wirklich gut. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich nicht irgendwie so ein Format mache, wo ich mir AfD-Kommentare durchlese und die kommentiere. Aber ich habe Angst, dass ich vor Zorn dann einen Gehirntumor kriege. Oder vor Wut ein Aneurysma. Aber ich glaube, man kann gar nicht mit den... Aber schick dein Quapsel wieder rein, du Sohn einer Hündin. Ja, will einer einen Libeldra für 2000 verkaufen. Das sehe ich gar nicht im Trade-Dings. Und das trägt Überreste. Leer. Wie kann ich den denn anschreiben? Rechtsklick und Flüster. Will einer einen Voltenso loswerden. Normal. Normal Trade. Das Glück hat mich verlassen! Hure! Ach, ich teste das jetzt mal aus hier ein bisschen. Wechseln, EN. Haha, bisher habe ich noch nie verloren. Wenn das Alter von dem Typen berechnet, ist das sogar ziemlich lange. Und Spieler Dirk. Geht das jetzt so? Keine Ahnung. Alter, Intensität 9! I don't know. Und ich gehe jetzt mal wieder in die lokalen Channel rein. Alles klar. Dann sollen die ihre Scheiße. Ich weiß auch nicht, wie man das hier macht. Keine Ahnung, mit dem hin und her. Ja. Da vertickt einer einen Schneckmack und einen Maschok. Ja, aber ich weiß leider nicht, wie man die annehmen kann. 1 von 31? Was? Sag mal. Ja, 1 von 31 Schneckmax. Für jeweils 10.000 vertickt der Sohn hier. Ach, ich nehme die jetzt nicht an. Die kriegen keine Spezialerfahrung drauf geschissen. Was ist denn falsch mit denen? Drauf geschissen. Ich gehe jetzt weiter. Lol, jetzt ist das die Beldrock, kostet auf einmal 5.000. Ja, will anscheinend keiner haben. Das hat gerade 2.000 gekostet. Das gibt doch gar keinen Sinn. Hä? Was? Wechseln, N. Jetzt muss ich auf den Wechseln gehen, oder was? Oh, ich hab einen Superball gefunden. Das ist wieder dieser Pokeram, der auch von seinem Glurak vorhin für den Apfel und ein Ei verschleudert hat. Ob das jetzt geht?
Ich weiß nicht, wie man die anflüstert. Warte mal. Ich dachte jetzt auch, du klickst die Typen an und machst Rechtsklick. Ja, aber ich sehe den Typen ja gar nicht. Willst du dir jetzt an die Libell dran gönnen, du Arsch? Nein, ich will jetzt wissen, wie das geht. Ich sage jetzt mal hier gesagt, aber... Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt... Wie kann ich den Typen anflüstern? Alter, schon mal intensiv... Nee, was war das denn? Hab ich jetzt gemacht. Hä? Den kann ich anflüstern. Den auch. Lol, Vulpix macht Feuerwirbel. Also, was? Alter, Dick, der hält ja nichts aus. Aber 0,0. Der Pokéram ist wahrscheinlich AFK oder sowas oder raus, deswegen geht das nicht. Naja, wir gehen mal weiter. Das habe ich kommen sehen. Alter Mann, lass uns kämpfen. Wann hast du dir deinen Abra abgeholt? Nachdem ich 3-4 Kämpfe auf der MSN gemacht habe. Ich habe jetzt 3-4 Kämpfe hier drüben gemacht und bin zwischendurch noch viel mehr gelaufen. Ich überlege mal, meinen Mauzi langsam abzuholen. Ja. Na komm, bis ich da hingelaufen bin, dann kann ich mir nämlich unterwegs nach Zuria City auch noch mein Fahrrad holen. Oh, ich wette, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, ist das nur noch am Lenken. Ja, auf jeden Fall. Ich achte jetzt mal auf den Chat. Ich probiere gleich mal aus, ob man den hier irgendwie... Wie das funktioniert. LOL, der ruft seinen Tauboga zurück, du Arschloch. Ach, schön. Aber ich habe ja ein Pokémon, was mir da hilft. Boah, ich weiß noch früher als Kind, immer wenn ich ein Pokémon schnell trainiert haben wollte, habe ich das in der Pension abgegeben und bin 26.000 Mal um die Pension rumgerannt. Lol. Ja, warum nicht? Mit Fahrrad, weil auf Fahrrad werden deine Schritte doppelt gewertet. Ist das so? Ja, Problem ist halt, dass du auch halt doppelt so schnell vorankommst, also bleibt im Endeffekt aufs Gleiche. Ja, gut, okay. Bautzi hat sich toll entwickelt! Es ist 3 Level gestiegen! Welches Level ist es dann jetzt? Nö, ich verstehe. Komm ich wieder besuchen. Alles klar! Bevor du dein Pokémon wieder bekommst, bekomme ich 400 Pokédollar! Nein! Ich verstehe! Ich kann mich mal anders besuchen. Ich verstehe. Du zahlst nicht, du Hure! 3 Level. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass Mauzi so was wie Mogelhieb jetzt vergisst, wenn er da neue Attacken lernt. Okay. Aber das Mogelhieb war ganz unten, also dauert das, bis er das verlernt hat. Ja, stimmt, das ist wohl so. Dürfte jetzt nach 3 Attacken ja jetzt nicht schon 4... Alter, switch nicht so viel, du Gangbanger. Willst du gegen den anderen Spieler oder bist du in einem Arena-Kampf? Gary. Hey. Ich habe ein Pokémon gelegt und der hat einfach immer schon rumgeswitcht. Ich verarsche, so kann ich ihn nicht. Der switcht schon wieder. Ja gut, jetzt sind aber jetzt ein dieser Knospen schon tot. Und sein Kadaver liegt auch. Ach ja, ach, ich vergesse, dass ich ja die Theken anreden muss. Mann, es ist so dumm. Besuch uns wieder. Nein. Ich kaufe dein Fahrrad, besuch uns wieder. Wieso hält die Scheiße nicht oder was? Es geht kaputt. Er ist kaputt gegangen. Ach, ich bin kaputt gegangen. Kann ich das Fahrrad irgendwie registrieren? Schnelltaste 1. Ach, da, ach, auf F1. Hier oben kannst du es nach oben ziehen, ne? Alles klar. Geht das auch mit Pokéball? Wüsste. Kannst du mal probieren. Also, das ist eine Idee, warte mal. Wo sind sie denn? Pokebälle. Nee, kann man geben, aber nicht auf Schnelltasten legen. Da kannst du nur mit Schlüssel-Items machen. Ah, okay. Ja, hätte auch sonst keinen Sinn gemacht. Oder willst du F2 drücken und dann quasi instant Pokémon fangen? Ja, dass du den Ball dann wirfst und nicht extra auswählen musst. Geht nicht. Jetzt kommt der Typ nicht mehr mit seinem Kaufding. Ich will mal versuchen. Ich achte jetzt auch schon auf diesen Handelschat, ob da irgendwo was Billiges ist. Einfach nur mal, um zu gucken, ob das funktioniert. Mit dem Anwispern. Wie macht man das denn jetzt? Rechtsklick. Und dann steht da eigentlich Whisper. Ah,
jetzt geht's auf einmal bei dem Poker-Ram vorhin. Ja, aber das könnte daran gelegen haben, weil der zu dem Zeitpunkt AFK war. Ja, gut. Könnte. Weil das Glurak wird weg sein, wenn er für 10.000 Glurak vertickt ist. Ja, auch für 2.000 Libelder ist das weg. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, bevor ich gegen Dings antrete, gehe ich mal... woher bekommt man Surfer? Willst du mich verarschen, du Idiot? Learn to play. Ich wollte es gerade schreiben, jetzt soll ich dich tippen. Learn to play. Learn to play. So ein Witz, ey. Ich glaube, ich fahre jetzt mal nach Rio. Da guck mal hier, dieser Asterix, der kauft einen Flemmli für 800, für 80k. Lol, ja okay, wenn man überlegt, Logok ist natürlich um einiges. Ob man auch einen Starter bekommt, wenn man nach Höhen reist? Denke nicht. Meinst du? Glaube ich, habe ja wohl den Drang, da jetzt hinzueiern, ne? Mach du den Bob, ich gehe nach Höhen. Fick dich. Ja, Alter, Mauzi hat sich toll entwickelt. Obwohl, drei Level. Wenn du, du kannst Höhen komplett fertig machen. Und ich stecke dann wahrscheinlich immer noch in der Arena mit den Mülltonnen fest. Where do I find Surfer? Jetzt kommt er mal. Schreib's auch. And to play, bastard. Now to play. Top right corner. Das ist eine geile Ortsangabe. Die hilft dem Jungen super. Maut ist jetzt Level 19. Was kann es denn? Es kann. Cool, wenn er schon Schlitzer drauf hat. Das halte ich für ein Gerücht. Bis Mogelieb, Kratzfuri und Kreideschrei. Das ist nicht schlecht. Und das geht. Gutes Kind, ich nehme das mal mit. Evoli. Na, Evoli wird auch angeboten, ziemlich oft. Ja, aber was soll ich denn Evoli tauschen, wenn ich nachher eins geschenkt kriege? Ja. Alle drei Entwicklungen davon will ich eh nicht haben. Mhm. Wobei, Siana nach Tara im Team wäre schon ganz nice. Ja, das wäre episch. Hätte ich auch gerne. Na, überlebst du noch einen Angriff? Glück gehabt. Hier, die beiden Laps habe ich noch nicht angesprochen. Was ist mit euch hier? Ihr seid am Turteln und am Tuscheln, ich fick euch. Entschuldige, aber das hier ist eine Privatsache. Halt's Maul, ich bin von der NSA. Dann erst recht. Was ist dieses Privatsphäre? Das kenne ich noch nicht. Das ist neu. Ist doch so. Mogli! Lol, Mogelhieb, halbe Leben. Bei drei Level Unterschied. Was macht sie denn für Damage? Das ist krass. Auzi. Oh, Picknickerin Nancy schickt ein Pikachu in den Kampf. Mogelhieb. Pikachu. Es schlug, ah, verdammt. Scheiße, ich dachte, Mogelhieb wie bei jedem Pokémon, das neu eingewechselt wird, nochmal. Aber... nee. Ah, mispredicted, mispredicted. Da hast du wohl falsch. Pikachu kann Donnerschock, der Donnerschock, der zwiebelt ein bisschen. Aber mein Biss zwiebelt mehr. Ja genau, jetzt bin ich paralysiert, als ob. Ey, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du den Gegner klatscht und dann wirkt die Statik. Ja, das ist echt ätzend. Voltabon! Ich habe jetzt mittlerweile 20.000 Dollar. Das ist nice. Oh scheiße, das ist kein Funksprung. Simsala steht noch. Knuffenser opfer dich mal. Fürs Team! Was machst du denn gerade? Gegen wen kämpfst du? Gegen einen Typen hier, wie heißt der? Mechaniker! Oh, Voltoball ist schneller. Das ist ungünstig.
Da will einer einen Glumanda. Wer will einen Glumanda? Nee, wechseln. Ich hab nichts. Der will wechseln, der will tauschen, nicht verkaufen. Ich hab dem nichts anzubieten. Keine Ahnung. Ihr verkauft einer für 15.000 einen Glumanda. Wo? Auf Trade oder was? Er verkauft drei. Ich habe ihn angeschrieben. Das sind wohl besonders gezüchtete. Kannst du mir irgendwie eins organisieren? Also ihm meine... Sag, dass ich eins... Ich hätte mir selbst eins besorgt jetzt. Ich will auch eins! Ein Glumanda. Warte, wie viel habe ich denn? 9.000. Wenn ich eins verkaufe, wenn ich das verkaufe, habe ich 15.000 für einen Glumanda. Heißt der Bringsa oder wie heißt der? Ja. Glumanda, ich war nie der große Glurak-Fan. Nee, ist nicht scheiße. Nee. Da spare ich mir das Geld und gebe es für Sinnvolleres aus. Der Ryu ist jetzt ganz dabei. Ich kauf das! Siehst du, guck mal, da steht da. Ja, ja. Kauf ein paar Supertränke. Danke. Kannst du auch für 15.000 Chanera kaufen. Der ist voll beschäftigt gerade. Oh, scheiße, wir sind Parkband. Wir sind bei 26 Minuten. Oh Gott. Oh Leute, da habt ihr aber Glück gehabt. Bis dann. Ciao. Haut rein.